RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Ja, Simon, letztes Spiel der Saison für Bayer Leverkusen. Sehr, sehr erfolgreiche Saison. Freut man sich dann, wenn auch in der Saison dann erfolgreich zu Ende gekommen ist? Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja immer, man arbeitet immer darauf hin, dass man am Ende die Platzierung stimmt. Und wenn man dann, wenn wir es jetzt dieses Jahr geschafft haben, in den Champions League einzuziehen, dann kann man immer schon sehr beruhigt in Urlaub gehen. Und das ist immer ein schönes Gefühl. Anders ist es dann, wenn man keine erfolgreiche Saison hatte, dann hofft man immer schon auf die nächste. So kann man sich jetzt erstmal noch ein bisschen auch über die vergangene freuen. Ein bisschen überrascht über das heutige Spiel. Natürlich ist es ein Freundschaftsspiel, es ist kein ernstes Spiel, aber ihr habt gegen Siebtligisten gespielt und es war ja am Anfang teilweise schwierig. Ihr seid dann teilweise ja auch hinten gelegen am Anfang der zweiten Halbzeit. Ein bisschen überrascht gewesen? No, nicht überrascht, aber es ist normal, dass das nicht so die gleiche Einstellung. Natürlich ist so Ernsthaftigkeit von uns wie in anderen Spielen. Wir haben vorgestern gespielt, haben wir es ein bisschen souveräner gemacht, ein bisschen disziplinierter. Heute haben wir ein bisschen versucht, Kleinfeldfußball zu spielen. Und dann haben sie es gut gemacht, haben sie hinten drin gestanden. Da liegt man auch mal zurück, aber die Zuschauer haben einige Tore gesehen, haben sich auch über die Remscheider Tore gefreut. Und das ist das Wichtige. Nicht jetzt, wir mal zurückgelegen haben oder nicht. Das sollte man nicht ganz so ernst nehmen. Letzte Frage. Die anderen gehen ja in den Urlaub. Bei dir geht es ja weiter. Freust du dich wieder, bei der Nationalmannschaft zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt eine sehr, sehr lange Zeit, die ich durch die Verletzung gefehlt habe und mich jetzt auch hart wieder sozusagen rangearbeitet habe ans Comeback. Und deswegen freue ich mich da riesig drauf, wieder bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, weil es immer eine besondere Ehre ist, für Deutschland zu spielen. Und dass mich die Verletzung sozusagen nicht da komplett rausgeworfen hat, das macht mich auch stolz. Dankeschön. Bitteschön.